Wenn du halt weißt, wie du gegen die Bruxer kämpfst, dann Katze-Maus-Spiel ist das. Ja, Leute, es tut mir leid, dass ihr jetzt die nackte Frau sehen müsst. Die Brugta. Ach ja, genau. Oh. Hexer, ihr lebt noch? Diese Arbeit war viel mehr wert, als ihr euch vorstellen könnt. Yevin wird euren Preis zahlen. Interessant. Wir haben nichts gefunden. Lebt wohl und habt Dank. Catmill, danke für eure Hilfe, Wolf. Meine Bezahlung? 300 Orens. Und vergesst, was ihr hier gesehen habt, Deune. Vibe ist cool. Verlassen wir diese abscheulichen Kloaken. Gwynblade. Lebt wohl. Auf deinen Elfenthron, wa? Schade. Windblade. Aber gut, wir haben getan, was wir tun mussten. Und tatsächlich ist das ja noch nicht alles gewesen. Ausgang zum Kaufmannsviertel. Wir hatten ja nochmal einen Dingen. Ja. Ich wollte eigentlich mit den Leichnam, aber... Oder können wir erst später dahin? Also Questschlüssel. Gut, dass wir das nochmal eben gelesen haben. Und... Jetzt könnten wir auch auf das Bankett. Aber ich würde gerne noch einmal in den Templerbezirk, in den Tempelbezirk gehen. Da wir ja des Nachts haben.
Salamandra herauszufordern? Die da einfach stören, ne? Tot. So, steht mal. Und jetzt wollen wir mal. Dann teleportiert. Achso, Trisshaus war da. Pardon? Dann gehen wir jetzt nämlich und so, dann wollen wir mal hin. Wir sind jetzt ja im schönen Templer, im schönen Tempelbezirk. Na? Dann, komm. Ach so, die war schon hier, die Tür. Das wusste ich nicht.
Warum hat er keinen Flattererzahn bei sich? Ich verstehe es nicht. Ihr Unhold! Mein lieber Sohn! Ich rufe die Wachen! Frau, schaut mich an. Dieses Ding da unten war nicht euer Sohn. Öffnet die Augen. Was mache ich hier? Wer seid ihr denn? Raus aus meinem Haus! Ist die Großmutter immer noch? Also ist die Krankenschwester da immer noch? Wir gucken mal eben. Nein. Okay, gut, dann gehen wir jetzt zu der Party. Nee, wir machen Folgendes. Und zwar still. Alvin schläft. Schlafen wir mal am Tag. Aber warum? Warum bist du wütend? Meine Füße schmerzen. Ein anderer hat euch geschickt. Wie lange denn noch? Ein Hexer. Wie in alten Zeiten. Diese Preise sind barbarisch. Ich setze meine Preise nicht mir zur Freude. Dies sind unsichere Zeiten. Diese Waren ein Hexer können unmöglich so teuer sein. Und doch sind sie es. Kenne ich euch? Falls euch die Geheimnisse... Interessant. Interessant. Schnäppchen, das ist Plunder. Warte mal, hier war doch auch ein Schmied, ne?
seid gegrüßt. Zu meinen Spezialgebieten zählt mehr als das gewöhnliche Schmiedehandwerk. Ihr seid ein Schwertschmied. Ihr kennt euch aus. Kann ich behilflich sein? Würdet ihr einen Blick auf mein Schwert werfen? Ich würde es gerne aufwerten lassen. Ehe ich das Schwert begutachte, müsst ihr mir einen Edelstein bringen. Einen Edelstein? Wieso nicht Gold? Ich will keine Steuern und Zunftgebühren bezahlen. Ich nehme lieber Waren im Tausch gegen meine Dienste. Was wollt ihr? Ein Edelstein, der sich für den Griff einer Waffe für den Grafen de Wett eignet. Mal sehen, was ich tun kann. Ich hab's mir an. Nein! Wir laden nochmal neu. Den blauen Saphir brauche ich nämlich gerade wieder ein. Dann gehen wir mal fix zu Kalkstein. Also zu seinem alten Haus. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir den Handel da betreiben. Natürlich einmal in Trisslabor. Da wollen wir nämlich hin. Still, Alvin schläft. Ich weiß. Bindekraut, warum kann ich keine Schwalbe machen? Was fehlt uns denn für Schwalbe? Rebis? Und Vitrill? Das habe ich doch genügend. Ich will ich gerade, habe ich gar keinen Rebis mehr.
Tatsache, ich habe keinen Rebis mehr. Oh, wir haben noch weitere Talentpunkte zu vergeben. Das ist natürlich, Mm-hmm.